Moin, moin und hallo mal wieder aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich bin hier in Gang, macht das Hochbeet jetzt endlich fertig. Das hat ja diesen Zustand überwintert. Jetzt fülle ich hier die restliche Erde auf. Dazu habe ich den Kompost einen Teil umgesetzt. Und die schon gute Erde wühle ich da raus. Sie ist leider nicht ganz so weit, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich denke, es wird schon gehen. Darum werde ich auf jeden Fall nachher die letzte Schicht mit gekaufter Blumenerde abdecken. Auch in der Hoffnung, dass da dann weniger Unkräuter drin sind oder dergleichen. Und dann schauen wir mal, ob wir das gleich bepflanzen. Die Erdbeeren scheinen das hier ganz gut überstanden zu haben, hier den Winter. Aber ich melde mich gleich mal wieder hier. So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen düngen. Und zwar ist das Rinderdung mit Hornspäne schon gemischt. So, die Erdbeeren haben auch ihren Teil abgekriegt, das ist ein bisschen den Kram einarbeiten. So schaut es jetzt aus. Recht gut, wie ich finde. Jetzt werde ich gleich mal gucken und Radieschen, Karotten und vielleicht habe ich noch ein paar Steckzwiebeln, ob ich die noch reinbekomme heute hier. So, das Hochbeet ist eigentlich soweit fertig. Ich wollte jetzt ein bisschen pflanzen. Ich habe mir dazu hier so ein paar Möhrchen rausgesucht. Die habe ich noch über aus dem letzten Jahr. Falls das nicht reicht, habe ich auch ein paar neue. Auch was mit so einem Saatband hier. Das finde ich eigentlich nicht so toll.
Aber ich probiere das mal aus, oder ich habe es auch schon mal ausprobiert, aber eigentlich halte ich das für unnötig. Dann habe ich hier noch Mairübchen. Die sollten eigentlich erst im April raus. Wir haben den 22. März und das Wetter ist super. Darum mache ich das einfach. Und hier Radieschen. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Dazu ziehe ich ein paar Rillen. Die Möhren mache ich nach ganz hinten. Boah. Dann haben wir erst mit zwei Reihen Möhren nach ganz hinten. So, das haben wir hinbekommen. Hier rechts am Rand habe ich ein bisschen Luft gelassen,
für Mairüben, die ich gerade am Vorziehen bin. Aber das seht ihr dann später. So, ich muss jetzt noch alles aufräumen hier. Das müsst ihr nicht unbedingt sehen, das ist nicht so ganz interessant. So, viel Spaß beim selber machen. Tschüss.